Und ein herzliches Willkommen, hallo, zurück zu Hellblades Senua's Sacrifice mit von neuer Gameplays als Hobby auf 4K. Und ja, ich habe das Spiel jetzt gerade wieder angemacht und gut, ich fange jetzt hier unten an statt oben, wo ich aufgehört hatte. Aber ich denke mal, das ist ja nicht so viel schlimm. Wir mussten ja sowieso wieder hier runter, weil von oben konnte man ja die Rune nicht sehen. Aber ich sehe sowieso keine Rune. Was ist jetzt los? Ah, muss ich erst wieder aktivieren. Oh weh, ich muss wieder kämpfen, nee. Nee, ist noch alles gespeichert, okay. Ich muss doch erstmal wieder reinkommen. Gibt's Sonne. Lass mich doch auch mal was machen hier. Es gibt's Sonne. Stirb endlich! Stop it! She will die. End it! No! This is nearly the end! Oh, geht doch! Meine Fresse nicht! Oh, ich habe einen R gefunden! Guck mal da! Okay, das zählt nicht. Oh Mann, ey! So, das da konnten wir von der anderen Seite aus sehen, aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin, oder? Doch. Können wir so vielleicht doch das eher sehen? Ich würde aber sagen, von der anderen Seite sehen wir das dann nur. Ja, auf jeden Fall. So, das war jetzt echt wieder voll knapp, ey. Und beinahe wäre ich schon wieder gestorben. Es ist doch gar nicht so leicht mit den Kämpfen. Auch wenn das Kampfsystem relativ langsam eigentlich ist, die Kampffolgen. Es ist doch ganz schön heftig. So, es hat gespeichert, das finde ich gut. Da vorne haben wir wieder ein Feuer. Also heißt es rennen.
Ja, so, jetzt laufen wir erstmal zurück und gucken, ob hier noch irgendwo etwas zu gucken ist. Nee, gibt's nichts. Zimbel was right. Zimbel was trying to save her from the darkness. But she wouldn't listen. She never cheats. And now everybody is dead because of her. Ich habe mir vorhin schon gedacht, wir dürften ja bald durch sein mit dem Spiel. Ich habe mir in diesen sprechenden Runenstein, da gab es echt nicht mehr viele. She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Pointless evil. Was quatschen die Stimmen da alles? Ah. She's lost. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Wie wir sehen, fehlen uns noch 3, 6, 7 Stück. An sich also eigentlich gar nicht mehr so viel. Oh, es speichert, das finde ich gut. So, wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich wohl nicht mehr hoch. Sehr schön. Wo geht's da hin? Bestimmt um die Rune da zu finden. Hier gibt's doch bestimmt wieder einen Kampf. The darkness killed your mother. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Okay. Interessant. The lights run out. She'll die. Da muss ich ja wieder durch wahrscheinlich. Was ist dann da hinten durch? Oh, wir rennen da jetzt einfach mal hin. Wir gucken jetzt erstmal, was da hinten in der Höhle ist. Vielleicht können wir so auch in die andere Seite einfach gehen. Oder hier gibt es eine Fackel, die ich anzünden muss. Sonst komme ich nicht weiter oder so. Wow, hier ist aber wirklich dunkel. Eine Fackel, wer sagt's denn? What's she doing? She's lighting the torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's that? Okay, ich muss erst durch das Wasser, damit ich da rüber gehen kann.
Okay. Na gut, das konnte man ja nicht wissen, aber vielleicht ist es sogar sehr nützlich gewesen, dass wir jetzt erstmal da die Feuerschale angezündet haben. Wer weiß, was uns da dann passiert. Wahrscheinlich müssen wir nämlich dann bis dahin rennen, um das Feuer wieder anzuzünden, damit wir sicher sind. Was ich aber nicht hätte machen können, hätte ich da jetzt das Feuer nicht angemacht. Angeblich sehe ich hier schon die Rune. Ah, da ist noch eine Fackel, die ich anmachen muss. Na gut, okay, wollen wir mal. Wow, wow. Alter. So, zum Glück habe ich das da jetzt angemacht. Boah. Man konnte noch nicht mal wirklich was sehen, ey. Wo man da hinrennt. So, jetzt überleg mal, wenn ich die Fallschale jetzt nicht angemacht hätte. Wäre ich da jetzt nicht einfach mal schon mal nach hinten gelaufen, um zu gucken, was da ist? Ich wäre voll gearscht gewesen gerade. So, jetzt müssten wir die Rune da eigentlich sehen können. Was haben denn meine Stimmen da für ein Problem? Da war da schon gar nichts mehr. Junge, Junge. Wie lange werden wir noch hier mit dieser Dunkelheit spielen müssen? Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak, and they say Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest to ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Okay, eine Valkyrie. So, 5 Runen noch. Boah, Alter. Muss es hier so dunkel werden? So kann man noch nicht mal mehr rennen. Da ist noch nie im Leben mein Kopf runtergefallen. Also der Kopf von meinem Mann oder was auch immer. Also zum Glück ging die Fackel bei dem Sturz nicht aus. Euer Ernst? Rennen geht nicht. Oh, meine Fackel, meine Fackel. I hear you. I'm coming for you. Fuck you.
Lass mich rennen! Steh auf! Hilfe! I am leaving with him! You turn your back on me. That is why Dillian is rotting now. He has to fight. Fight! Fight for Dillian! Come into my shadow. Oops. It's not over. It's not over. I'm going. Defend yourself. It's too slow. She's injured. Stirb, stirb, stirb! I can't see him. Then listen for him. Listen. Scheiße. He's here. He must be breathing somewhere. You can hear him. Where is he? Is he fighting? Stirb, du Hund! Hier muss man echt nach Gehör gehen, ey. Ja! Take the beast! Motherfucker! Was soll ich machen? Warte, ich mach's selber. Hallo? People think of evil as an unnatural, invisible force. And so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse, the darkness, or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Dillian would still be alive. I'm so sorry, my love.
She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. For it answered, I feared you would have let go of this life. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. Follow. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. He wants her to trust him. As deep as we can go. No. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Okay. Zum Glück muss man den Weg jetzt nicht selbstständig wieder hier hochlaufen. Als kleinen Bonus hätte uns dieses böse Schattenmonster. Entschuldigung. Und so ein bisschen Verderbnis vom Arm wieder runternehmen können. Leider haben wir immer noch die Verderbnis bis zur Schulter. Das ist natürlich ein bisschen viel. Okay. Wir sind bei 22 Minuten, das heißt, es war's mit der Folge und wir hatten jetzt mal einen Bosskampf. Gut, wir hatten eigentlich schon... Drei? Ich weiß nicht. Da war das jetzt ungefähr der dritte oder vierte. Und, die zittert, kann das sein? Und, ja... Wir sehen dann beim nächsten Teil, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, ich glaube, es geht nur noch in eins. Und zwar nämlich noch tiefer in den Berg. Und danach ist, glaube ich, Feierabend. Zumindest anhand der Runensteine, die einen Geschichten erzählen. Oder sagen zumindest. Da fehlen uns noch vier Runen. Ich nehme an, diese vier Runen sind dann noch tiefer im Berg. Und danach gibt es keine mehr. Also muss das Spiel schon bald fertig sein, wahrscheinlich. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht und was uns da nach unten erwartet. Also gegen das Vieh zu kämpfen, das hat mir jetzt schon ein bisschen Bange gemacht. Aber ich bin jetzt irgendwie nicht gestorben dabei. Respekt. Okay. Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn der nächste Teil hochkommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Bei Hellblade, Senua's Sacrifice mit von Lyria Gameplays als Hobby. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube und auf meinem Kanal. Bis dann und tschüss.